Liebe Zuschauer, Giganten des Theaters und ein Superman des Kinos eröffnen den heutigen Fernsehabend, zu dem ich Sie herzlich willkommen heiße. In FS2 bekämpft nun Sean Connery als Agent 007 nicht nur das Diamantenfieber. Und in FS1 vergleicht Erika Bluha berühmte Othellos von Orson Welles über Laurence Olivier bis zu Gerd Voss. Ich will verdammt sein, wenn ich dich je nicht liebe. Forever farewell the tranquil mind. Farewell content. Beweise, Schurke, dass meine Liebste eine Hure ist. Beweis es! Was soll ich dir aus Holland mitbringen? Einen Diamanten. Diamonds are forever, forever, forever. Ich werde wohl nie aus dir herausbringen, wo die Diamanten sind, nicht wahr? Welche Diamanten? Als aufwendiges Spektakel inszenierte Bühnenzauberer Jérôme Savary auch die Bizet-Oper Carmen für die Bregenzer Festspiele 1991, zu sehen ab 21.15 Uhr in FS1. Musikalisch geht es dann weiter um 23.40 Uhr mit Gustav Mahlers Liedern eines fahrenden Gesellen, interpretiert von Thomas Hampson und den Wiener Philharmonikern unter Leonard Bernstein. Außergewöhnliches auch in den Visionen um 23.55 Uhr, ein Exklusivinterview mit dem Dalai Lama. Nun zu FS2. Hier folgt um 22.25 Uhr im ORF-Kino Roman Polanskis pikante Komödie Was? Mit Sidney Rome und Marcello Mastroianni. Und um 0.15 Uhr ist noch Tausendsassa MacGyver im Einsatz. Zunächst aber in FS1 Vorhang auf und in FS2 James Bond Diamantenfieber. One day he'll say hello, the one I love. I'm sure I'll need him so, the one I love. So when he drives my way and der heimliche Verführer kommt. Gewinnen Sie einen mit Ihrem Verführerschein am 13. und 14. September. Ja, beim Mazda-Partner müsste man sein.